Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vor etwa 2,5 Jahren hat sich der Landtag mit einem Antrag meiner Fraktion unter dem Titel Schattendasein von Solarenergie in Mecklenburg-Vorpommern beenden befasst. Insofern, ja, Herr Professor Weber, es kommt vor, dass man ein Thema, das man schon mal aufgerufen hat, wiederholt in den Landtag bringt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe in Vorbereitung zu dem heutigen Antrag und der Debatte hier noch einmal die Debatte von damals nachvollzogen. Das war nicht uninteressant. Allerdings hoffe ich, dass die Debatte heute insbesondere von Seiten der CDU ein bisschen höher qualitativ ausfällt. Aber wir haben uns diesmal für eine etwas positivere Überschrift entschieden. Das war ja damals auch ein Kritikpunkt des Abgeordneten Eifler. Damals schlug Herr Eifler vor, dass wir lieber das Wort Erfolgsgeschichte in die Überschrift nehmen sollten. Doch das war damals nicht richtig und leider ist es das heute auch noch nicht. So reicht es dann nur für die Wortgruppe Potenziale nutzen. Ich erkläre auch gern, warum der Ausbau der Solarenergie noch keine Erfolgsgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern ist. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Statistik. Positiv ist, dass sich die Zahl der Photovoltaikanlagen seit 2010 mehr als verdoppelt hat. Die installierte Leistung hat sich im gleichen Zeitraum versechsfacht. Das sind zunächst mal erfreuliche Zahlen. Doch zur Wahrheit gehört auch Folgendes. Ich zitiere die Landesregierung aus der Antwort auf meine Anfrage. Im Vergleich der Länder liegt Mecklenburg-Vorpommern im unteren Drittel. Die Potenziale der Photovoltaik werden bisher nur unterdurchschnittlich genutzt. Auch bei der Solarwärmeerzeugung liegt Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich der Länder im unteren Drittel und hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Zitat Ende. Nein, die Landesregierung redet in diesem Fall auch das Land nicht schlecht, sondern stellt die Fakten ganz nüchtern dar. Das ist richtig und vernünftig. Doch was heißt das nun konkret? Zu wie viel Prozent schöpft Mecklenburg-Vorpommern denn das Potenzial der Photovoltaik-Stromerzeugung aus? Darauf hat die Statistik der Agentur für erneuerbare Energien eine Antwort. Zu 5,5%. Nur die Stadtstaaten haben eine schlechtere Bilanz. Andere Länder sind da deutlich besser. Brandenburg 13,6%, Schleswig-Holstein 17% oder Niedersachsen 11,6%. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Wärmegewinnung durch Sonnenenergie ab. Hier erspare ich Ihnen allerdings die Zahlen. Und wenn die Landesregierung als Erfolg verbucht, dass das Ziel von 2000 Megawatt produzierten Solarstroms bis 2025 fast erreicht ist, dann müssen wir uns, auch wenn wir den Vergleich zu anderen Ländern betrachten, fragen, ob denn die gesetzten Ziele die richtigen sind. Denn schauen wir auf die anderen Länder, dann sind dort die Ziele deutlich ambitionierter. Brandenburg will beispielsweise bis 2030 3500 Megawatt Photovoltaikleistung erreicht haben. Das nur mal so als Beispiel. Meine Damen und Herren, das ist also unsere Ausgangssituation. Nun kommen wir zu unseren Forderungen. Erstens fordern wir von der Landesregierung bis Mitte nächstes Jahr dem Parlament einen Leitfaden für den Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie vorzulegen. Zweitens fordern wir bis Ende des Jahres einen Zeitplan für die Erstellung des landesweiten Solarpotenzialkatasters. Und drittens fordern wir bis Mitte nächsten Jahres den Masterplan zur Beschleunigung des Ausbaus von Solaranlagen auf landeseigenen Dächern. Diese drei Forderungen haben alle gemein, dass sie bereits im Koalitionsvertrag verankert sind. Nachher werden die Koalitionsfraktionen den Antrag sicherlich ablehnen, genau mit der Begründung, dass es ja Aussagen im Koalitionsvertrag gibt und dass die Erfüllung fast noch 3 Jahre Zeit hätte. Aber ich möchte doch schon erklären, warum wir die Forderung nochmals hier und heute erhoben haben. Es gibt noch einen gemeinsamen Nenner bei den drei Forderungen. Bei allen drei dargelegten Punkten herrscht bis heute Schweigen im Walde. Und da wird mir auch der Energieminister wieder vorhalten, dass der Koalitionsvertrag einen Zeithorizont von 5 Jahren und nicht von 6 Monaten hat. Aber, Herr Minister und auch Herr Albrecht, das bedeutet auch nur,
dass sie weiter keine anderen Gegenargumente haben. Das Ministerium weiß noch nicht, wann man den Leitfaden fertiggestellt haben wird. Genau das war nämlich die Antwort auf meine Nachfrage. Das bedeutet nichts anderes, als dass noch nicht einmal damit begonnen wurde, sich Gedanken über die Erfüllung der drei Forderungen zu machen. Denn ansonsten gäbe es zumindest einen Zeitplan. Dasselbe gilt dann für den Masterplan für den beschleunigten Ausbau von Solaranlagen auf Dachflächen öffentlicher Gebäude. Auf lächerlichen 27 Gebäuden befinden sich Photovoltaikanlagen. Anders ausgedrückt auf 2,4% der Dachflächen. Und auch hier kommt die Landesregierung zu keiner Aussage, wann denn der Masterplan vorliegen soll. Betrachten wir das landesweite Solarpotenzialkataster. Da möchte ich einmal genauer drauf eingehen. Hier ist die Sache ziemlich verwirrend. Vielleicht können Sie ja auch zur Aufklärung beitragen, Herr Minister. Im Juni 2016, als ich hier ein landesweites Solarkataster gefordert habe, sagte der Minister, ich zitiere, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregierung prüft die Einrichtung des von Ihnen angesprochenen Solarkatasters bereits seit geraumer Zeit. Soweit, so gut. In der Antwort auf meine Anfrage vom 27. August 2018, wo ich wissen wollte, seit wann die Landesregierung ein landesweites Solarkataster prüft und wann es aufgebaut sein soll, heißt es, ich zitiere, die Prüfung begann unmittelbar nach Abschluss der Koalitionsvereinbarung 2016 bis 2021 zwischen SPD und CDU für die 7. Wahlperiode des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, was denn nun, meine sehr geehrten Damen und Herren? Der Koalitionsvertrag wurde am 1. November 2016 unterzeichnet. Prüfen Sie also seit dem 2. November 2016 oder, wie im Juni 2016 hier behauptet, schon viel, viel länger? Den Widerspruch erkennen Sie hoffentlich. Ich vermute mal, dass Sie 2016 nur einen Grund gesucht haben, um unseren Antrag abzulehnen und haben die Standardantwort ausgepackt, die Landesregierung sei wie immer einen Schritt voraus und mache schon alles, was die Linke fordert. Aber das ist lediglich eine Vermutung. Sie werden sich ja dazu hoffentlich äußern. Ich finde es aber in jedem Fall ein starkes Stück und auch aus diesem Grund steht dieser Punkt in unserem Antrag und damit auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung. Meine Damen und Herren, über die genannten Forderungen hinaus möchte ich den Fokus noch auf zwei weitere Punkte lenken. Zum einen ist das die Förderung von Privathaushalten bei der Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Viele Bundesländer gehen diesen Weg bereits. In Brandenburg heißt es 1000-Speicher-Programm. Dort fördert die Landesregierung 50% der Kosten bis zu maximal 7.000 Euro. Das Programm soll bis Ende 2022 laufen. In Thüringen wird seit 2016 gefördert. 4 Millionen stellt die Landesregierung für 2018 zur Verfügung. Bis Mai 2018 waren es über 500 Anlagen, die gefördert wurden. In Sachsen werden bis zu 40% der Kosten seit diesem Jahr gefördert. Hier sollte Mecklenburg-Vorpommern nachziehen und ebenfalls ein Landesprogramm auflegen. Auf der Fachkonferenz des Landesverbandes Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern und der Friedrich-Ebert-Stiftung war genau das eine wichtige Schlussfolgerung. Ein wichtiger Schlüssel beim Ausbau der Solarenergie sind die Privatverbraucher. Aufgrund der Kosten für die Batteriespeicher scheuen sich aber viele Verbraucher davor, aktiv zu werden. Die geringen Einkommen im Land haben darauf sicher einen Einfluss. Ohne ein Anreizprogramm wird sich hier wenig ändern und damit auch die Energiewende in den Städten voranschreitet und auch Mieterinnen und Mieter und nicht nur Eigenheimbesitzer von der Nutzung von Photovoltaikanlagen profitieren können, müssen Mieterstrommodelle vorangetrieben werden. Das heißt für diejenigen, die nicht jeden Tag sich damit beschäftigen, dass auch Mehrfamilienhäuser eine Solaranlage erhalten und die Mieter diesen Strom nutzen können. Das Mieterstromgesetz der Bundesregierung aus dem letzten Jahr
sollte das Konzept wirtschaftlich interessanter machen, weil die Stromsteuer und die Netzentgelte wegfielen. Doch die Realität sieht leider nach dem Gesetz nicht besser aus. Nicht einmal 1% der Förderung wurde in einem Jahr abgerufen, da noch oft die volle EEG-Umlage anfällt und der bürokratische Aufwand, um den Strom an die eigenen Mieter weiterzuleiten, enorm hoch ist, sind das Gesetz und die Förderung bisher ein Flop. Hier soll und muss sich die Landesregierung für weitere Verbesserungen einsetzen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die Debatte ist ja genauso verlaufen, wie wir sie vorhergesehen haben. Insofern, mein Kollege Förster hat jetzt zu mir gesagt, eigentlich müsstest du deine Aussprache jetzt einstellen, weil du hast ja keine Solaranlage. Also das stimmt natürlich, aber ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Und ich kann Ihnen sagen, ich wäre sehr froh, wenn wir über ein Mieterstrommodell die Möglichkeit hätten, auch Solarstrom selber zu nutzen und möglicherweise auch für die Wärmeerzeugung zu nutzen. Und außerdem, das will ich Ihnen auch mal sagen, Herr Borschke, also wenn es darum geht, dass man alles das haben muss, worüber wir hier reden, selber, persönlich, dann können wir mindestens 2/3 aller Debatten einstellen. Das wäre also ziemlich kontraproduktiv. Außerdem denke ich, gerade wenn man uns dieses Jahr anguckt, wahrscheinlich hatten wir noch zu wenig Sonne. Und ich will Sie auch noch mal daran erinnern, also insbesondere unsere Inseln, die werben immer damit, dass sie die sonnenreichsten Inseln in der Bundesrepublik sind. Ja, die haben Rohrdächer, ja, es geht ja, es ist ja auch nur exemplarisch genannt. Außerdem haben sie nicht alle Rohrdächer. Ja, Sie haben ein Rohrdach, aber nicht alle Menschen, die auf Usedom oder auf Rügen wohnen, haben ein Rohrdach auf ihrem Haus. Also, es wurde ja auch im Rahmen der Debatte die Frage gestellt, warum soll das Land für Photovoltaik werben? Zum Beispiel, aber das ist ja der Unterschied auch zwischen der AfD-Fraktion und uns, wir wollen die Energiewende und wir denken, dass Photovoltaik und Solarthermie zu einer gelungenen Energiewende dazugehören. Wir wollen diesen gesunden Mix. Sie beklagen sich über Windenergie. Wir sagen, Windenergie ist notwendig, aber es braucht auch Photovoltaik und Solarthermie. Der Emissionshandel, den hier als Argument anzuführen, also das halte ich schon ziemlich gewagt, weil der hat komplett versagt. Die Zertifikate sind viel zu billig, als dass sie irgendeine Wirkung in Richtung CO2-Einsparung oder Klimafreundlichkeit entfalten können. Und ansonsten, ich will auch bloß noch einen Punkt hier anfügen. Sie haben doch schon gemerkt, dass wir also jetzt fast die Halbzeit der Legislatur erreicht haben, ne? Also wenn ich das mit dem Fußball vergleiche, in der Halbzeit werden die Leute, die nichts gebracht haben, ausgewechselt. Also, Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass man ein halbes Jahr vor Ende der Legislatur dann mit einem Leitfaden kommen will oder mit einem Kataster oder mit einem Masterplan, den man umsetzen will. Also da muss man noch früher anfangen. Können Sie mir das mal erklären, dass Sie da bis zum Ende der Legislatur warten wollen, um sozusagen sowas auf den Tisch des Hauses zu legen? Von Fußball habe ich wenig Ahnung. Also gut, das mag sein. Expertin bin ich da nicht, das gebe ich zu. Aber ich hab trotzdem schon manches Fußballspiel gesehen und ich streite mich mit meinem Mann dann öfters auch heftig über die Entscheidungen, die da getroffen werden. Ne? Okay, also trotzdem finde ich den Vergleich ziemlich passend. Also wir haben jetzt faktisch fast die Hälfte der Legislatur. Für meine Begriffe ist es endlich an der Zeit, dass auch in dieser Frage was auf den Tisch kommt, wenn Solarthermie und Photovoltaik einen nennenswerten Beitrag für die Energiewende in unserem Land leisten wollen. Und schließlich haben wir da eine energiepolitische Konzeption beschlossen. Ne? Und die muss doch zumindest gelten. Also heißt das auch, das Land hat Aufträge hier zu erfüllen und die fordern wir ein. Vielen Dank.